Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Angela McLellan und ich bin die Geschäftsführerin vom Forum Nachhaltige Geldanlagen. Und ich freue mich sehr, heute anlässlich der Veröffentlichung unseres Marktberichts 2021, dem Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein Interview mit Frau Katharina Muner-Sammer, wissenschaftliche Projektmanagerin für grünes Investment bei der ÖGUT in Wien, führen zu können. Guten Tag, Frau Muner-Sammer. Guten Tag. Wir wollen ja heute hauptsächlich über MiFID II sprechen und die neueste Ergänzung von MiFID II um Nachhaltigkeit. Da wurde ja gerade ein aktualisierter Gesetzesentwurf veröffentlicht und das ist ja eigentlich ganz schön bahnbrechend, dass der Kunde dann in jeder Anlageberatung nach seinen Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden muss, oder? Was können wir uns davon erwarten? Vielleicht können Sie uns das mal so ein bisschen näher erläutern. Ja, danke. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Bisher wurden ja in der Finanzberatung immer nur die finanziellen Ziele der Anlegerinnen und Anleger abgefragt. Und das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren ist wirklich gänzlich neu. Und zwar sollen in Zukunft die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt werden der Kundin oder des Kunden. Und wie das genau ausschaut, das werde ich Ihnen jetzt anhand einer Folie zeigen. Genau. Und zwar soll der Kundin dem Kunden drei unterschiedliche Produktkategorien vorgelegt werden. Und der Kunde, die Kundin soll sich dann entscheiden, ob eines dieser Produkte interessant wäre, ins Portfolio zu integrieren. Diese drei Produktkategorien möchte ich Ihnen jetzt gerne etwas näher vorstellen. Die erste Produktkategorie wäre, dass das Produkt einen Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Anlagen gemäß der Taxonomieverordnung investiert hat. Was heißt das jetzt konkret? Die EU hat jetzt auch festgelegt, was nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten sind. Diese müssen eine der sechs definierten Umweltziele verfolgen, bestimmte soziale Mindeststandards erfüllen und dürfen sich auch nicht gegenseitig beeinträchtigen. Das wäre mal die erste Produktkategorie, die hier vorgelegt wird. Die zweite wäre, dass eben Produkte ein bestimmtes nachhaltiges Ziel verfolgen oder ökologische oder soziale Merkmale aufweisen. Wie genau dieses Produkt aussieht, das ist immer definiert in der Offenlegungsverordnung. Und die dritte Produktkategorie wäre, dass es ein Produkt vor allem vermindert negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Das klingt jetzt alles ziemlich komplex und das ist es auch, muss man sagen. Also es ist die Frage, wie praxistauglich das sein wird, diese Vorstellung der Produktkategorien. Zumindest wird von der Kundin und vom Kunden sehr viel da abverlangt an Know-how und Wissen oder beziehungsweise muss die Beraterin oder der Berater da sehr viel Wissen haben, um diese Produkte gut zu übersetzen zu können. Das heißt, hier bedarf es einer sehr hohen Nachhaltigkeitskompetenz von Seiten der Beraterin und des Beraters. Das kann ich mir vorstellen. Glauben Sie denn, dass durch diese Änderung es zu einer steigenden Nachfrage seitens der Privatanlegerinnen und Anleger nach nachhaltigen Finanzprodukten geben wird? Das kann ich mir grundsätzlich sehr gut vorstellen. Also wir haben ja eine Weiterbildung nachhaltige Geldanlagen gemeinsam mit dem Forum nachhaltige Geldanlagen. Und da haben wir bereits über 1000 Beraterinnen und Berater dazu ausgebildet. Und das Feedback war immer, wenn man die Kundin oder den Kunden auf das Thema Nachhaltigkeit anspricht, dass es hier Optionen gibt, dann ist die Mehrheit davon sehr begeistert. Das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit ist vorhanden, vor allem im Bereich Klimaschutz. Man sieht es ja allein in den Medien in den letzten Jahren. Aber es besteht hier noch eine Wissenslücke. Also viele Kundinnen und Kunden wissen noch gar nicht, dass sie mit ihrer Geldanlage wirklich etwas aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Ja, der Anteil der Privatanleger am nachhaltigen Geldanlagemarkt ist auch nach unserem Marktbericht weiter gestiegen. Wir können uns also auch wahrscheinlich in der Zukunft darauf verlassen, dass der immer weiter nach oben gehen wird. Ursprünglich war der Markt eher von institutionellen Anlegern getrieben, aber das ändert sich gerade zunehmend. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Ja, das denke ich auch, dass da immer mehr Bewusstsein steht und mit dieser Integration in der Finanzberatung des Themas Nachhaltigkeit wird es noch einen Push bekommen, das denke ich schon.
Allerdings ist natürlich auch die Frage, auch der Finanzberater muss ja jetzt dann auf einmal ein Gespräch auch zur Beratung zu nachhaltigen Finanzprodukten führen. Und in der klassischen Bankkaufleute-Ausbildung, zumindest in Deutschland, ich vermute in Österreich ist das ähnlich, gibt es bisher nur sehr wenige Nachhaltigkeitsinhalte. Was können also Finanzberaterinnen und Finanzberater jetzt tun, um ihren Wissensstand zu Nachhaltigkeitsthemen auszubauen? Denn da besteht ja sicher ein enormer Qualifizierungsbedarf. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Also es gibt ja schon einige spezifische Weiterbildungen am Markt, die sich mit dem Thema nachhaltige Veranlagung auseinandersetzen. Zum Beispiel die Weiterbildung nachhaltige Geldanlagen von FNG und ÖGUT. Die gibt es bereits seit 2016. Und das Ziel ist natürlich, da hier eine möglichst praxisnahe Ausbildung den Finanzberaterinnen und Beratern zu bieten. Und insgesamt denke ich, dass das Thema Nachhaltigkeit auch das dass die Beratung sehr bereichern kann. Also es kann auch wirklich Spaß machen, wenn man nicht nur um die Performance geht, sondern um weitere Themen. Also das Thema Nachhaltigkeit umfasst ja alle Lebensbereiche, sei es bei den Lebensmitteln, beim Wohnen, bei der Mobilität. Und man hat hier auch sehr viel Gesprächsstoff mit der Kundin, mit dem Kunden. Man kann eine andere Kundenbindung hier auch zustande bringen. Und es, wie gesagt, es kann eben auch wirklich Spaß machen, das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren. Und insgesamt denke ich schon, dass wir uns gerade in einem großen Umbruch befinden. Es ist gerade ein großer Entwicklungsschritt im Bereich Sustainable Finance zu beobachten. Und ja, es bleibt sicherlich spannend die nächsten 1 bis 2 Jahre mal, wie sich die ganzen Regulatorik auch in der Praxis danach bewähren werden. Ja, vielen Dank für Ihre Einsichten. Das ist sehr spannend und scheint ja auch wirklich eine große Dynamik in dem Thema momentan drin zu sein und auch bei den Privatkunden wirklich zunehmend mehr Bewusstsein, gerade bei der jungen Generation auch für nachhaltige Anlageprodukte da zu sein. Vielen Dank für Ihre Einsichten zu dem Thema und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank.